Meine Güte! Meine Güte! Und mit diesem Kill begrüße ich euch. Guten Tag, Leute. Leo hier. Ja. Wie fange ich jetzt das Gameplay an? Ich weiß es. Nun ja. Ihr seht, ich habe einen neuen Anzug und ich habe leicht mehr Geld als beim letzten Mal. Nämlich 3.200.000. Im letzten Video, da bin ich ja doch emotional etwas erpicht gewesen. Fick dich! Dankeschön! Fick dich! Das war's! Fickt euch! Und naja, ich habe am Ende des Videos dann gesagt, dieses Spiel wird gemoddet. Das habe ich auch gemacht. Und zwar, wir haben jetzt mehr Zeit für alles. Also dieses Spiel hat ja einen internen Timer, damit das halt alles geregelt wird, wie lange was dauert. Diesen habe ich jetzt etwas nach oben geschraubt, denn erstmal, ich war mad. Und zweitens, ich möchte euch wirklich was von diesem Spiel zeigen. Und wenn ich zum Beispiel für das Geld aufsammeln schon fast alle Nebenmissionen verkacke, dann nehme ich doch lieber einen Trainer, der die Zeit ein bisschen verkürzt bzw. verlängert. Das habe ich gemacht. Und dementsprechend haben wir jetzt wirklich mehr Zeit für alles. Aber was habe ich noch so alles gemacht? Ich habe auch noch, naja, ich habe mir Geld geholt. Also ich habe mit dem Trainer mal wirklich das Spiel, die Zeit in-game angehalten, damit ich auch mal wirklich Zeit habe, richtig viel Asche zu machen. Das hat nämlich schon ein bisschen länger gedauert. Und jetzt habe ich auch wirklich 3 Millionen. Wir können uns kaufen, was wir wollen. Und das Geile ist, wer es im letzten Part gesehen hat, wir haben ganz viele Nebenmissionen verkackt. Also sprich, die Zeit ist abgelaufen. Das ist jetzt nicht mehr so. Wir werden die jetzt auch machen. Wir haben endlich mal Zeit. Also Ticket to Ride, das ist noch komplett voll. Letztes Gameplay war das ja komplett leer. Und das werden wir machen. Und deswegen würde ich auch sagen, ich schaue jetzt mal hier. Ich könnte auch gleich eine Mission mal anwählen. Ne, ich mache erstmal gar nichts. Ich gehe erstmal speichern. Denn das Geile war, ich bin ja so ausgeflippt, weil ich eben ja... Das mit dem Geld, das hat wirklich lange gedauert. Ich habe wirklich 20 Minuten nur E gedrückt. Die ganze Zeit davor gestanden vor diesem Geldspielautomaten. Habe E gedrückt wie ein Wahnsinniger. Das war langweilig. Wir verbrennen mal ein bisschen Geld, wir haben es ja. Und naja, deswegen gehen wir jetzt auch erstmal aufs Klo. Schack muss kacken. Und danach werden wir dann endlich mal eine Mission machen. Was mich übrigens freut, ich habe ja im letzten Gameplay gesagt, dass ich euch unbedingt einen der Psychopathen zeigen möchte. Und bam, gleich danach direkt. Das war natürlich gerade ein Psychopath. Sehr interessant, sehr interessant. Also das Timing. Das Timing an sich war ziemlich cool. Das Beschissene war nur, ich habe nicht gespeichert. Und dementsprechend fand ich das jetzt nicht so geil, dass ich dann gestorben bin. Aber naja. Jetzt haben wir ja alles so. So, und ich würde auch sagen, Bahnburner, Burnerbahn, Bahnsburner in meiner Bahn. Ich würde sagen, Meet the Contestants, das werden wir jetzt machen, denn wir werden jetzt auch durch den Silver Strip durch müssen. Ne, wir werden auf den Silver Strip gehen. Und wir haben jetzt das Geld, wir können uns ein Humvee kaufen oder ein Hummer. Ein 4x4 Gerät auf jeden Fall. Gehen da mal irgendwie Zombies hier. Schießt euch. Schieß dich. Okay, fällt's hin. Habe ich auch nichts gegen. So, weg sind sie. Sind natürlich immer noch ein bisschen mad, die Zombies. Das sind sie immer bei Nacht. Aber das passt schon. So, wir machen mal einen Abgang hier runter. Rolltreppe funktioniert noch. Guten Tag. Neben den Eingang freiräumen. Sodle, sodle. Wir müssen jetzt den Laden finden. Allerdings, ich meine, wir sind ja eher am Arsch der Welt. Also sprich, am anderen Ende des Silver Strips. Und wir müssen auch eben ans andere Ende. Da ist der Humvee, den wollen wir... Ich hab's gefunden. Ich sollte manchmal einfach weniger reden. Ich meine, das ist offensichtlich... So. Guten Tag. Tja, irgendwo müsste jetzt hier der Schlüssel liegen, theoretisch. Hier haben wir ein bisschen Zombrex. Das holen wir uns später vielleicht. Das sieht aus wie ein Schlüssel. Ja, Sigi. Oh! Ja. Und
Da geht mein Geld. Scheiße, ich hab gedacht, der wird nur so 1 Million kosten. Ist jetzt natürlich wirklich hart, aber ich denke, ich meine, ich habe das Geld und ich wollte es ja auch haben. Deswegen treten wir den jetzt eben. Nee, hier. So, besser Arm dran als Arm ab. Er hat Arm ab. Oh, geil. Oh, nice. Scheiße, das Ding fährt sich wie ein Panzer, aber meine Güte, jetzt können wir... Oh, wunderbar, Leute. Wunderbar. Wir können jetzt hier einfach locker easy... Ja, Leute, wunderbar. Wir fahren jetzt hier einfach durch die Leute. Klatschen hier alle richtig... Oh, herrlich. Das fühlt sich gut an. Ja, egal. Der Zombie-Kill-Counter steigt auch in die Höhe. Ist natürlich jetzt... Schade, ne? Jetzt ist das natürlich sehr schnell hier. Geil. Ah, oh, nice, nice, Alter, nice. Oh, well, looky here. If it ain't little Chucky Queen. Didn't get enough of me yet? Come back for my autograph? Oh, I bet you just get rock hard thinking about me at night, don't you, Chucky? You come to throw your panties at me? Whatever, buddy. Look, I can take you to the bunker where it's safe. Bunker? Where it's safe? Man, you are a pussy, aren't you? I used to follow you when you did motocross. But look at you now. You're a broken man. You just don't got it anymore, do you? What's your problem? Are you such a chump, Chuck? Hey! Over here! I'll race you for him. Wasn't a zombie. Yeah, no shit, Chuck. Twice the points. Harder to hit because they move around so much. Bastards. You're crazy. This isn't a game. You're right about that. That was just practice. Now, it's a game. Terror is reality, baby, for real. Live in Fortune City! I've always wanted to take you down, chump. But you need some wheels, Chucky. Don't keep me waiting. Und damit haben wir den Bike Key acquired. Wir könnten das jetzt auch benutzen. Aber Leute, wir haben einen SUV. Leute, wir fahren den einfach um. Und auch übrigens sehr lustig, dass einfach der SUV gerade in der Cutscene gebuggt hat. Das Spiel hat, ist wahrscheinlich nicht davon ausgegangen, dass ich halt ein SUV hier am Start habe. So, wir suchen den jetzt mal. Der sollte eigentlich jetzt hier irgendwo rumfahren. Klatschen einfach durch. Das ist vielleicht herrlich, Leute. Wenn man sich mal so vorstellt, vorher haben wir noch erstens Stunden gebraucht und zweitens, oh, wir mussten wir ständig alle Zombies töten, also richtig anhalten, töten. Und jetzt können wir einfach nicht gegen ihn fahren. Ah, der hat natürlich ein geiles Bike. Oh. Können wir ihm so schaden? Ja, das ist gut. Dann fahren wir jetzt einfach, würde ich sagen, gegen ihn. Beziehungsweise, er fährt ja gegen uns. Oder nee, wisst ihr was? Ich könnte das jetzt noch so weiter versuchen, ihn so versuchen anzufahren, aber
Erstens, unser SUV raucht und ich habe selten wenig Lust, die 2 Millionen in den Sand zu setzen, denn ich weiß nicht, ob diese Autos danach noch da sind, also wenn die kaputt sind, ob die wirklich noch da sind. Wir nehmen uns nämlich eine andere Waffe. Ich muss nur mal eben nachdenken. Wir brauchen dafür Feuerwerkskörper. Die haben wir hier. Halt mal eben an. Dankeschön. Dann gehen wir nämlich jetzt mal da hinten in den Raum. Ich kenne nämlich eine ganz geile Kombi. Diese zusammen mit den Lead Pipe, also mit dieser Pipe halt. Pipe. Rohrdingens. Können wir eine ganz geile Waffe kombinieren. Und zwar einen, ein Maschinengewehr, eine Art Maschinengewehr. Wir sehen hier auch, wir haben hier eine Kettensäge und außerdem haben wir hier noch einen Teil, womit wir noch eine ganz geile Waffe machen können. Aber fürs Erste würde ich sagen, wir würden den jetzt erstmal töten, denn der fährt jetzt hier wirklich die ganze Zeit auf den Silver Strip rum. Also das heißt, ich könnte echt die Arschkarte ziehen und ja, er killt mich. Aber das lasse ich natürlich nicht zu. Wir schauen jetzt mal, ich gehe davon aus, dass er im Kreis fährt. Hoffe ich. Tut er. Oh mein Gott, der Typ heißt Leon. So, Bratz, Bratz, Bratz. Also ihr seht schon, das ist eine geile Waffe. Die killt schnell. Killt uns aber auch genauso, wenn wir zu dumm sind. Leon. Komm. Komm her. Leo versus Leon. Das ist auch eigentlich wieder... Ne, es kann nur einen mit... Leo im Namen geben. Gott. Das hat weh. Er hat meine Gefühle verletzt. Dafür werde ich ihn umbringen. Und weg ist er. Oh, you think it's that easy, Chuck? You think you're the man? You'll never beat me! Yeah, that's right. Quadruple points, Chucky. Let's see you top this! Und damit haben wir die Werkstatt freigeschaltet. Und das Motorrad, Bike Modification halt. Damit können wir ganz, ganz nette Dinge machen. Zuerst aber... Stirb. So, wir schauen jetzt mal, ob ich eine dieser Waffen schon hiermit kombinieren kann. Ich sage nein. Und ich hatte recht. Nein, aus dem Weg. Oh, Hilfe. Gut, damit haben wir den Typen schon mal erledigt. Ich schau mal eben auf die Karte. Hauptmission könnten wir jetzt machen. Ich schaue mal eben auf die Uhr erstmal. Ah, da ist noch was drin. Ich würde sagen, wir werden jetzt erstmal ein paar NPCs retten. Dafür werden wir aber uns eine Kettensäge besorgen. Denn wir können die Kettensäge in unser Bike machen. Tatsächlich, das geht. Ich schaue mal eben, was hier so drin ist. Ah ne, hier können wir ein Laserschwert machen. Ganz lustig. Ein Flashlight und ein bisschen Schmuck. Dafür ist dieser Schmuck da. Und man hat ein Laserschwert. Sehr, sehr effektiv. Hält aber leider nicht so viel aus. Aber alles hat seinen Preis. Gab es denn jetzt nochmal die Kettensäge? Die gab es doch da hinten. Da sind wir doch gerade vorbeigegangen. Ja, sicher. Ich bin gespannt, ob ich die Kettensäge mit in den SUV nehmen kann, denn das wäre eigentlich echt hart praktisch. Let's ride.
So, verpisst euch mal wieder alle, dankeschön. Hier meine ich was. Ja, passt. Da ist die Tür sogar noch offen. Dankeschön. Kettensäge? Kettensäge? Ah ne, die war da drin. Stimmt. Nehmen wir jetzt einfach mal mit. Warum? Weil wir es können. Und ich hoffe wirklich, dass wir sie da mit reinnehmen können, denn ich möchte nicht zu Fuß gehen. Ich hasse dich, Chuck. Oh, scheiße. Tja, das wird lustig. Jetzt muss ich versuchen, diese Zombies auf Distanz zu halten, denn greifen nämlich an, ist es durchaus möglich, dass wir halt die Kettensäge verlieren. Und kleine Planänderung. Wir machen Bahnburner. Save the trap people. Das ist am anderen, ganz anderen Ende des Silver Strips. Das passt super, denn wir holen uns jetzt ja eh ein Bike ist schneller als der SUV. Und dann fahren wir dahin, retten die. Und ich würde sagen, danach machen wir dann erstmal mit der Hauptmission weiter. Denn jetzt habe ich ja schon wieder ein bisschen was in der Welt gemacht, einfach nichts gemacht. Daher würde ich sagen, hier raucht es ein bisschen. Gut, der Zombie gammelt da rum. Wir kombinieren das jetzt. Wunderbar. Und damit können wir jetzt einfach richtig schön durch die Gegend rasten. Das ist so schön. Eine sehr, sehr schöne Kombination, bin ich ein großer Fan von. Das Ding hält, glaube ich, auch mehr aus, weil das eben eine Waffe ist. Also es hat ja Waffen dran mit Kettensägen, währenddessen halt der SUV an sich ist ja nur ein Gefährt. Man kann natürlich damit Leute anfahren, aber das hier hat wirklich Kettensägen dran. Und ist auch dafür gebaut worden, um zu töten. Können auch driften hier mit. Nice. Somit geht das auch hier alles richtig schön schneller. Ich sehe ganz viele Zombies. Hier müssen wir eben unseren PP-Counter in die Höhe schrauben. Sterbt mal bitte alle. Das fände ich eigentlich ganz geil. Oh, scheiße. Na gut. Sind runtergefallen, aber wir wollten ja eh in die Arena, von daher juckt das gar nicht mal so viel. Wollen wir uns mal das, nee, das Laserschwert. Ich glaube, das könnten wir jetzt gut gebrauchen. Scheiße. Das Ausholen ist natürlich immer ein bisschen länger, aber dafür, wenn man es dann ausgeholt hat, dann kann man eigentlich im Grund auch vieles töten. Lass dich umarmen. So, wo sind sie denn jetzt? Ah, hier sind wir am Anfang. Sehr schön. Jetzt sieht man auch, wie das mal hier ausgesehen hat. Oder nee, hier. Ausgesehen hat, hier sind ja immer noch die Leute. Fire Extinguisher, hier ist ein Feuer. Wir töten mal eben die Zombies, denn die nerven. Tot ist er. Und dann noch den letzten. Dankeschön. Jetzt nehmen wir auch eben hier den Feuerlöscher. Ganz nett. Hier ist ein Feuer und wir haben natürlich einen Feuerlöscher, von daher. Guten Tag. Dankeschön. Was ist hier passiert? Ich und meine Frau, wir haben versucht, die Zombies von uns wegzuhalten. Wir haben herausgefunden, dass sie Feuer nicht so mögen und dementsprechend haben wir uns verbarrikadiert. Verbarrikadiert. Ja doch, stimmt. So, jetzt fragen wir auch die eben. Nice. Hiermit haben wir schon mal zwei weitere Leute. Beide unbewaffnet. Das können wir ändern. Also zum... Nee, die Tricks ist ja nur unbewaffnet. Läuft. Wir haben jetzt also zwei NPCs wieder und... Ich würde sagen, das ist ein schönes Partende. Ich würde sagen, im nächsten Part machen wir unsere Reise hierhin und dann geht's zurück zu unserem Haus und dann machen wir die Hauptstory weiter. Hört sich gut an. Machen wir. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich bin raus. Haut rein.